Wir haben letzte Woche uns ein mentales Bild von einem sehr einfachen Computer gebaut, weil wir verstehen möchten, was es heißt, wenn ein Computer rechnet, wenn er also Entscheidungen trifft, nämlich entscheidet, ob ein bestimmtes Wort in einer Sprache liegt, ob ein bestimmter Beweis richtig ist, ob eine bestimmte Aussage wahr ist oder falsch. Und dazu haben wir uns dieses sehr einfache Konzept gebaut. Im Kopf haben wir so eine Maschine, sowas wie eine Waschmaschine, habe ich als Beispiel benutzt letztes Mal, die endlich viele Zustände hat und zwischen diesen Zuständen wechselt, während sie eine Eingabe verarbeitet. Die Eingabe besteht also aus einem Wort, einer Sequenz, einer endlichen Sequenz von Symbolen, Buchstaben. Und sie liest immer einen dieser Buchstaben aus der Eingabe aus, der Reihe nach, und wechselt danach im Allgemeinen den Zustand oder durch das Lesen. Übertragen haben wir das in dieses mathematische Objekt, dieses Fünftupel, das wir deterministischer endlicher Automat nennen, Deterministic Finite Automaton, das aus diesen fünf Dingen besteht, Zustandsmenge, Alphabet, Übergangsfunktion, Startzustand und akzeptierenden Zuständen. Und die haben wir dann benutzt, um eine Klasse an Sprachen zu definieren, nämlich die Sprachen, die von solchen Automaten erkannt werden können. Dieser Satz heißt, dass es für jede dieser Sprachen mindestens einen solchen deterministischen endlichen Automaten gibt, welcher diese Sprache erkennt. Das heißt, dass er für Worte, die aus dieser Sprache kommen, immer auf einem akzeptierenden Zustand endet und für Worte, die nicht aus der Sprache kommen, immer nicht in einem akzeptierenden Zustand endet. Und dann haben wir uns mit diesem Raum der Sprachen, die von diesen Automaten erkannt werden, beschäftigt. Wir haben den REC genannt, den Raum der regulären Sprachen. Warum die regulär heißen, machen wir am Donnerstag. Und haben uns so ein bisschen mit der algebraischen Struktur dieses Raumes beschäftigt. Wir haben also gemerkt, dass er abgeschlossen ist unter bestimmten algebraischen Operationen, nämlich Vereinigung. Also wenn wir zwei reguläre Sprachen haben, dann ist deren Vereinigung auch wieder regulär. Schnitt. Zwei reguläre Sprachen miteinander geschnitten, sind auch wieder eine reguläre Sprache, und Differenz. Und das heißt immer, dass es jeweils zu diesen Paaren von Sprachen wieder Automaten gibt, jetzt ist er stehen geblieben, welche diese Sprache erkennen. Und unter Komplementbildung auch noch, haben wir auch noch festgestellt. Und was wir heute machen möchten, was ich mit Ihnen machen möchte, ist eine subtile Veränderung dieses Konzeptes des endlichen Automaten, nämlich vom deterministischen, Sie haben sich vielleicht schon gedacht, warum steht dieses Wort da davor, zum, nicht deterministischen Automaten. Und wenn der endliche Automat was relativ Kompaktes, Einfaches ist und wir uns schon ahnen, dass da irgendwie was fehlt, dann ist der Übergang zu dem sogenannten nicht deterministischen endlichen Automaten ein sehr radikaler Schritt, vielleicht nicht in die Richtung, die Sie erwartet hatten, aber einer, der doch was sehr Radikales verändert an diesem Automaten, nämlich weg von etwas, das man sich sehr konkret vorstellen kann, zu einem abstrakten Konzept, das man so gar nicht physikalisch bauen kann. Erstmal möchte ich Ihnen erzählen, was das ist, anhand eines recht konkreten Beispiels, und dann formalisieren wir das. Nichtdeterminismus als Wort bezeichnet Klassen von Automaten, in unserem Fall jetzt erstmal endliche Automaten, bei denen die Übergangsfunktion nicht mehr eindeutig so definiert ist, dass es also für jeden Zustand und jedes eingelesene Symbol aus dem Wort genau einen Übergang gibt zu einem weiteren Zustand, sondern dass es potenziell mehrere Übergänge geben kann. Sie sehen hier in diesem Zustandsdiagramm eine Situation von einem, was aussieht wie ein endlicher Automat. Wir starten auf Q1. Und jetzt sehen Sie hier, dass es zwei Pfeile gibt, an denen beiden eine 0 steht. Und das bedeutet, dass der Automat entweder nach Q2 gehen kann oder nach Q3. Und was wir jetzt annehmen werden ist, und das ist der Teil, der am schwersten zu verstehen ist heute, deswegen machen wir ihn mindestens 5-mal, ist, dass wir nicht davon ausgehen werden, dass der Automat entweder das eine oder das andere macht, sondern dass er beides macht. Wenn Sie im Sinne von Software-Design denken, dann stellen Sie sich vor, dass zu diesem Zeitpunkt hier, wo der Automat in Q1 ist und 0 liest, dass es da so einen Fork gibt. Es werden zwei Threads gespawnt und der eine macht weiter bei Q2 und der andere macht weiter bei Q3. Und dann laufen die beiden parallel weiter. Wir haben quasi Klone generiert von diesem Automaten, jetzt haben wir zwei und die laufen einfach weiter. Und Sie können sich vorstellen, dass das in seiner vollen Allgemeinheit
nicht wirklich realisierbar ist auf einem Computer. Also vielleicht geht das mit 2 Threads, aber irgendwann haben sie so viele Threads, dass ihr Prozessor damit nicht mehr umgehen kann. Wir werden aber trotzdem einfach annehmen, dass das so geht. Dass es also so ein unendlicher Parallelismus entstehen kann. Warum unendlich, darüber reden wir gleich. Und dann muss es noch was Zweites geben, nämlich wir werden erlauben, dass der Automat unter dem leeren Wort übergeht. Das bedeutet, wir nennen das auch einen Epsilon-Übergang. Und ein Beispiel dafür ist hier links. Wenn der Automat im Zustand Q3 ist, dann kann er von selber, wenn Sie so möchten, auf Q2 wechseln, ohne irgendwas zu lesen. Und auch hier wieder gehen wir davon aus, dass es so eine Art, Spontan-Fork. Ja, also ohne was zu lesen, ohne dass der Fork getriggert wird, passiert er von ganz alleine. Also zu diesem Zeitpunkt, wo der Automat hier steht, kann er entweder den nächsten Buchstaben lesen aus dem Wort, das gerade durch die Eingabe fließt, oder er kann einfach von selber, bevor er weiterliest, hier zu Q2 springen. Und das macht er dann einfach. So etwas nennen wir einen Epsilon-Übergang. Entscheidend ist aber, und das ist das Wichtige, dass der Automat nicht einen von diesen Pfaden folgt, sondern allen. Dass wir annehmen, dass sie alle parallel stattfinden. Und das bedeutet, dass es potenziell sehr, sehr viele Berechnungspfade geben kann. Und wir werden dann sagen, der Automat akzeptiert, wenn mindestens einer dieser Pfade in einem akzeptierenden Zustand endet. Mindestens einer. Das heißt, es kann ganz, ganz viele Pfade geben, die alle nicht akzeptieren. Solange einer am Ende auf einem akzeptierenden Zustand endet, sagen wir, der Automat akzeptiert. Hier ist ein etwas konkreteres Beispiel, das stammt aus dem Buch von Sipser, für einen sehr konkreten solchen nicht-deterministischen endlichen Automaten. Wir machen es mal kurz der Reihe nach wirklich durch. Hier links steht der Automat als Zustandsdiagramm gezeichnet. Das kennen Sie ja schon aus der letzten Vorlesung. Sie sehen, sieht fast aus wie ein deterministischer endlicher Automat, aber es gibt hier oben einmal die Situation, dass man unter dem Lesen von einer 1 entweder in Q1 bleiben kann oder zu Q2 gehen kann. Und hier gibt es so einen Epsilon-Übergang, so einen, der spontan stattfinden kann. Jetzt nehmen wir an, wir geben diesem Automaten als Eingabe den String 0101110 aus dem binären Alphabet. Dann passiert Folgendes. Wir fangen an in Q1, weil da steht der Startpfeil. Wir gehen also hier rein. Und jetzt ist ja das Erste, was der Automat liest, eine 0. Wenn er eine 0 liest, da gibt es nur eine Möglichkeit. Er geht also wieder zu Q1. Der Pfeil zeigt selber zurück zu Q1. Danach steht in der Eingabe eine 1. Und jetzt sind wir also hier. Und wenn eine 1 gelesen wird, können ja 2 Dinge passieren. Wir können entweder in Q1 bleiben, das ist der Pfeil hier, oder wir können zu Q2 wechseln, das ist der Pfeil hier. Und dann sehen wir gleich, wenn wir in Q2 sind, Achtung, da kommt noch ein Epsilon-Übergang. Das heißt, es könnte passieren, dass wir direkt gleich weiterspringen zu Q3. Also 3 mögliche Dinge können hier passieren. Wenn wir in Q1 geblieben wären, wenn wir diesem Pfad gefolgt wären, dann steht jetzt als nächstes eine 0 in der Eingabe, hier oben. Und wenn wir 0 lesen, bleiben wir ja immer in Q1. Wenn wir nach Q2 gesprungen wären und dann eine 0 lesen, dann müssen wir nach Q3 wechseln, weil das ist das, was der Automat dann machen muss. Wenn wir schon nach Q3 gesprungen sind, per Epsilon-Übergang, und jetzt die 0 lesen, dann steht hier nichts. Hier gibt es keinen Nullpfeil. Und Sie erinnern sich, letzte Woche habe ich gesagt, wir nehmen immer an, dass komplettieren unsere Übergangsfunktionen immer. Das heißt, hier gibt es dann diesen neuen Zustand, der heißt einfach, geht nicht weiter. Ja? Sie wissen nicht, wann Sie den Epsilon-Übergang durchführen? Was ist die Frage? Es ist in dem Baum nicht mehr eindeutig klar, wo der Epsilon-Übergang stattfindet. Also Sie könnten an jeden dieser Pfeile Symbol dran schreiben, eine Sequenz von verarbeiteten Symbolen. Und da steht immer höchstens ein echter Buchstabe drin und vielleicht mehrere, 0 bis mehrere Epsilons. In diesem Sinne sind sie eindeutig. Also dieses Bild hier ist nicht formalisiert. Dieses rechte Ding, das ist kein Objekt, für das es irgendwie einen Namen gibt. Das ist einfach nur eine Zeichnung. Das hier links ist ein Zustandsdiagramm, das ist ein bisschen was Formaleres. Das hier rechts ist einfach gemalt.
Also da würde ich nicht sagen, das muss man genau so machen. Auch wenn es aus dem Sipser stammt und damit ist es ja quasi fast schon Kanon. Ja. Okay, jetzt wird es aber ein bisschen spannend. Was passiert, wenn wir von Q2 nach Q3 gewechselt sind mit der 0? Danach steht in der Eingabe eine 1 und danach ist egal, was passiert, weil wenn wir einmal bei der Q4 sind, dann bleiben wir immer in der Q4, egal was danach gelesen wird, und dann bleiben wir am Ende in dem akzeptierenden Zustand, weil Q4 ist ein akzeptierter Zustand. Spannender wird es hier oben. Wenn wir in Q1 waren und jetzt die 1 lesen, dann sind wir also hier oben und es passiert wieder quasi das Gleiche wie am Anfang. Es gibt diese drei Möglichkeiten. Entweder wir bleiben in Q1 oder wir gehen nach Q2 oder wir gehen nach Q2 und dann direkt per Epsilon-Übergang zu Q3. Und so weiter und so weiter. Ja, Sie können sich den Rest vielleicht denken. Und jetzt sehen Sie, dass es hier zwei Pfade gibt, die in einem akzeptierenden Zustand enden für diese Eingabe. Die sind etwas dicker gezeichnet. Einer hätte schon gereicht und das heißt, dieser Automat akzeptiert dieses Wort. Das ist die Idee. Und jetzt ist die spannende Frage für Sie. Ne? Wie viele, also für einen normalen endlichen, deterministischen endlichen Automaten, also für ein DFA, gibt es ja genau einen Pfad, den er folgt. Der läuft einfach entlang seines Zustandsdiagramms über die Zustände, vielleicht hin und her irgendwie, und am Ende ist er irgendwo. Das heißt, das ist ein Pfad, wenn man den so malen würde, der genau eine Kette ist, die irgendwo endet. Wie viel mehr Variablen gibt es in diesem Baum als in so einer solchen Kette? Als Funktion der Tiefe des Baums. Genau. Also wenn die Kette die Länge n hat, dann hat der Baum, naja, genau genommen nicht 2 hoch n, sondern irgendwas anderes hoch n, irgendein Branching-Faktor hoch n Einträge. Ist also exponentiell größer. In diesem Fall mit dem binären Alphabet und Epsilon-Übergängen ist es 3 hoch n. Ja, also es ist die Größe des Alphabets mindestens plus 1 hoch n. Ist also exponentiell größer, dieses Objekt, dieser Baum, den wir da quasi berücksichtigen müssen. Und das ist gleichzeitig was Gutes und was Schlechtes, weil es erlaubt uns, so etwas Kompaktes hier links hinzuschreiben und damit dieses exponentiell große Objekt zu beschreiben. Und es ist vielleicht auch irgendwie was Gefährliches, weil wir müssen uns ja fragen, inwiefern das eigentlich überhaupt realistisch ist. Frage. Also die Frage ist es möglich, dass wir durch diesen Prozess gleichzeitig in einem akzeptierenden und einem nicht akzeptierenden Zustand landen? Und also die Antwort ist ja, es gibt in diesem Baum, wenn Sie schauen, hier unten am Ende 4 Möglichkeiten, in denen der Algorithmus enden kann. 2 davon sind nicht akzeptierend, 2 davon sind akzeptierend. Aber per Definition sagen wir, dass ein solcher Berechnungspfad ein akzeptierender ist. Also das Ganze als solches nennen wir akzeptierend, weil es nämlich mindestens einen Pfad gibt, der akzeptiert. So, letzte Frage und dann mache ich weiter. Ich habe eine Frage, weil die ist eher philosophische Natur. Das ist ja schon ein bisschen die philosophische Frage, die wir erstellen. Ja, und dazu habe ich gleich noch ein Slide. Also die große Frage ist, warum machen wir das denn eigentlich? Das ist irgendwie verrückt, geht das überhaupt? Ja? Verrücktes Gedankengebilde. Lass uns das erstmal formalisieren. Ich habe nachher eine Slide dazu, warum das Ganze spannend ist oder nicht. Jetzt habe ich also quasi erstmal nur ein Bildchen gemalt, ja, und so ein bisschen erklärt, was ich meine. Jetzt machen wir es einmal formal. Und das Witzige ist, dass die Formalisierung erstaunlich kompakt ist. Was wir nämlich ändern müssen an unserer Definition des endlichen Automaten im Vergleich zur letzten Woche, ist genau eine Zeile. Wir werden einen nicht deterministischen endlichen Automaten immer noch ein 5-Tupel nennen, das noch genauso aussieht wie vorher. Wobei immer noch es eine endliche Menge an Zuständen gibt, es immer noch ein endliches Alphabet gibt mit Symbolen als Elementen, immer noch einen Startzustand, immer noch einen akzeptierenden Zustand und das Einzige, was wir, und nicht einen, sondern eine Teilmenge der Zustandsmenge, die wir akzeptierende Zustände nennen, sondern das eine, was wir ändern, ist, dass die Übergangsfunktion jetzt eben erlaubt, dass wir aus einem Paar von Zustand und Buchstabe übergehen nicht zu genau einem nächsten Zustand, sondern zu einer Teilmenge der Zustände. Dass wir also insbesondere zu mehreren Zuständen übergehen können. Und Teilmenge heißt einfach ein Objekt, das aus der Potenzmenge der Zustände besteht. Und zweitens erlauben wir, dass als Eingabe auch noch das leere Wort möglich ist.
Und das war's schon. Zumindest für die Syntax. Der Rest ist alles gleich. Kurz zur Formalisierung, ne? Die Potenzmenge ist die Menge aller Teilmengen. Die leere Menge ist eine Teilmenge der Potenzmenge, weil die leere Menge ist eine Teilmenge von allen Mengen. Und Potenzmengen sind exponentiell größer als ihre Ursprungsmengen. Warum 2 hoch x, eine Art über Potenzmengen nachzudenken, vielleicht hilft das manche von Ihnen, ist als Binärstring. Ich könnte mir eine bestimmte Teilmenge, stellen Sie sich vor, Sie haben eine Menge, die besteht aus verschiedenen Elementen. Ich versuche größer zu schreiben. x1, x2, x3 und noch mehr. Dann können Sie eine Teilmenge aus dieser Menge identifizieren, indem Sie diese einzelnen Elemente belabeln, damit ob sie zu der Teilmenge gehören oder nicht. Sie können sagen, ich möchte die Teilmenge, bei der die drin ist, die hier nicht drin ist, die drin ist und so weiter. Ja, so ein Binärstring identifiziert eine Teilmenge und deswegen ist die Mächtigkeit dieser Menge genau die des Raumes, die man durch die Binärstrings adressieren kann, die von der Länge sind, der Anzahl der Elemente in der Menge. So, okay, das ist also vergleichsweise einfach hinzuschreiben, aber ich sehe schon, das ist wieder zu leicht, das ist diese weiße Kreide, ist auch einfach schwer zu lesen. Vielleicht muss ich einfach dicker draufdrücken. Allerdings habe ich damit natürlich noch nicht gesagt, wie so ein Automat rechnet. Wir brauchen also jetzt noch die Definition der Berechnung, genauso wie beim letzten Mal für die deterministischen endlichen Automaten. Und hier ist sie. Sie ist auch sehr ähnlich zu der Berechnung der deterministischen endlichen Automaten. Und das, was anders ist, ist auf blau gemalt. Entschuldigung für alle Farbenblinden, die das Blau nicht sehen können. Ich weiß, es ist nicht so stark. Ich zeige Ihnen, wo. Also, angenommen, wir haben so ein Objekt, so ein Fünftupel, dann nennen wir eine Folge von Zuständen die Berechnung von n auf einem bestimmten Wort aus der klinischen Hülle, falls wir das Wort schreiben können als Sequenz von Zeichen, wobei innerhalb der Sequenz insbesondere auch das leere Wort vorkommen kann, an einer oder mehreren Stellen, aber auch an null Stellen, sodass erstens die Sequenz immer anfängt im Startzustand Q0 und zweitens für alle Elemente dieser Sequenz, also dieser erweiterten Sequenz hier, gilt, dass der Zustand I plus 1 in der Menge liegt, welche das Ergebnis der Auswertung der Übergangsfunktion ist. Also unsere Übergangsfunktion bildet ja jetzt ab in die Potenzmenge, das heißt, sie bildet ab auf Teilmengen der Zustandsmenge, nicht mehr auf genau einen Zustand. Vorher bei der Definition für den deterministischen endlichen Automaten stand hier ein Gleichheitszeichen, jetzt steht da nur noch ein Element von, also es gibt mehrere Möglichkeiten. Die Berechnung heißt akzeptierend, falls SM in F, das heißt, dass es eine mögliche solche Aufteilung in diese Sequenzen gibt, sodass der letzte Zustand, der erreicht wird, ein akzeptierender ist. Aber nur eine. Es kann also viele andere geben, die nicht akzeptiert werden. Da steht's. Ja? Okay. Und jetzt kommen wir mal zu der, okay, das war die Definition, und jetzt mal vielleicht kurze Pause. Gibt es Fragen zu der Definition? Ja. Also die Frage ist, brauchen wir unbedingt Epsilon in dem Alphabet? Das ist eine Frage, die leicht zu stellen ist und erstaunlich schwer zu beantworten ist, weil ist wichtig, also dazu müssten wir darüber reden, was brauchen heißt. Was genau wollen wir denn damit machen? Also die Standarddefinition von nichtdeterministischen oder Nichtdeterminismus erlaubt immer die Existenz dieses leeren Wortes, insbesondere mit drin. Und dann gibt es ein bisschen Variation unter den Lehrbüchern und den Autoren von Papern darüber, wo genau man dieses leere Wort jetzt erlaubt. Es gibt übrigens auch die Variation von Determinismus mit Epsilon-Übergängen. Für unsere Vorlesung heißt Nichtdeterminismus immer, dass es Epsilon-Übergänge gibt. Es sei denn, ich sage das explizit dazu. Und Determinismus heißt immer, dass es keine Epsilon-Übergänge gibt. Und Sie werden gleich sehen,
Das ist zumindest eine Teilantwort darauf, warum diese Epsilon-Übergänge wertvoll sind. Sagen wir mal so. Also wenn wir sie rausnehmen wollten, müssten wir zumindest einen ziemlichen Umweg machen. Die sind fast, also vermutlich ungefähr genauso wertvoll für den Nichtdeterminismus wie die Tatsache, dass man beliebig viele Threads aufmachen kann. Okay, ich sehe keine weiteren Fragen, deswegen mache ich weiter. Vielleicht als erste jetzt Intuition, warum uns sowas vielleicht wertvoll sein könnte. Wir machen es nachher noch formaler nach der Pause. Reden wir einmal darüber, was man machen kann mit diesen Automaten. Und dazu werde ich Ihnen was zeigen, was ich nachher noch einmal als Theorem mache und dann etwas schneller den Beweis dazu führe. Jetzt erstmal als Beispiel, nämlich als konkretes Paar von zwei Sprachen. Betrachten wir mal folgende zwei Sprachen. Die Sprache A ist die Sprache aller Binärstrings, welche eine gerade Anzahl Nuller enthält. Und die Sprache B ist die Sprache aller Binärsprachen, welche eine ungerade Anzahl Einser enthält. Jetzt erstmal für Sie die Frage, warum sind das reguläre Sprachen? Nach der letzten Vorlesung. Hat noch nichts, dieser Teil der Frage hat noch nichts mit heute zu tun. Ja. Genau. Reguläre Sprache heißt, es gibt einen deterministischen endlichen Automaten, welcher diese Sprache erkennt. Und Sie sagen schon, es ist relativ einfach, die hinzuschreiben. Nachdem Sie die Übungszettel gemacht haben, haben Sie vielleicht schon eine Idee, wie der aussieht. Möchte jemand einmal kurz so mit der Hand wedeln und erklären, wie diese zugehörigen Automaten aussehen? Oder soll ich Ihnen die Zustandsdiagramm zeigen? Vielleicht gebe ich Ihnen auch einfach nur 30 Sekunden zum Nachdenken und dann zeige ich es Ihnen. Weil es ist nicht so einfach, so ungefähr so. Genau. Also, in den beiden Fällen sehen die so aus. Sie haben gesagt, drei Zustände für die gerade Anzahl reichen sogar zwei, für die ungerade brauchen wir drei. Also für die gerade Anzahl Nuller gehen wir in den Startzustand, der ist akzeptierend, weil der leere String ist ja auch einer, der eine gerade Anzahl Nuller enthält, weil 0 eine gerade Zahl ist. Und dann wechseln wir immer hin und her. Also wenn wir eine 0 sehen, gehen wir zu Q1 und der ist nicht akzeptierend, weil wir jetzt eine ungerade Zahl gesehen haben. Und danach springen wir wieder zurück, falls wir noch eine 0 sehen. Und immer wenn wir 1er sehen, bleiben wir, wo wir sind, weil die tragen ja nicht zu der Struktur bei, die uns interessiert. Für die gerade Anzahl 1er sieht das so aus, wir fangen in einem Startzustand an, der nicht akzeptierend ist, weil die 0 eine gerade Zahl ist, also nicht, keine ungerade Anzahl 1er. Sobald wir zum ersten Mal eine 1 sehen, gehen wir hier rein und danach zählen wir immer 2 drauf, bis wir wieder bei einer ungeraden Zahl sind. Okay, so, das ist einfach. Ja, oh, Fragen? Ja, mehrere. Das war schon ein Fehler auf das Slide. Die Frage ist, wir könnten auch wieder auf Q1, wir könnten auch mit der 1 wieder hierhin zurückspringen. Und da haben Sie recht. Ja, völlig richtig. Es würden auch zwei Zustände reichen. Ja, schön. Okay, also haben wir einen umsonst geschrieben. Ja. Okay, und jetzt kommt aber die spannende Frage. Ich frage mich, ob die folgende Sprache, nämlich die Konkatenation von diesen beiden regulären Sprachen, auch eine reguläre Sprache ist. Also, ich meine damit die Sprache AB, Sie erinnern sich an unsere Definition von Konkatenation, das bedeutet, die Menge aller Binärstrings, welche sich so zerlegen lassen, dass sie erstens aus einem String besteht, der eine gerade Anzahl Nuller hat, und dann zweitens aus einem Teilstring, der eine ungerade Anzahl Einser hat. Jetzt vielleicht erstmal, bevor wir darüber nachdenken, wie man das löst, mal klar machen, warum das überhaupt nicht einfach ist. Ich kann ja einen String hinschreiben, ich mache jetzt mal, ohne zu wissen, ob er stimmt oder nicht, einfach mal irgendwie so aus der Hand. Irgendwie sowas hin. Dann gibt es ja viele verschiedene Möglichkeiten, diesen String zu zerlegen in einen Anfang und ein Ende. Ja, wenn ich ihn zum Beispiel so zerlege,
dann habe ich hier eine ungerade Anzahl Einser. Womit wollten wir anfangen? Wir wollten erst mit gerade Anzahl Nuller anfangen, okay? Sorry. Also müssen wir bis hier hingehen, haben wir eine gerade Anzahl Nuller und dann müssen wir nochmal zählen. 0, 0, 1, ah, okay, super. Das wäre jetzt einer, der akzeptiert wird, weil hier stehen 5 Einser. Ja? Dieser Teilstring würde aber nicht akzeptiert werden, weil hier eine ungerade Anzahl, der würde nicht akzeptiert werden, weil ich eine ungerade Anzahl Nuller habe und danach eine ungerade Anzahl Einser. Aber der hier würde wieder funktionieren. Das heißt, um zu erkennen, ob dieser String zu dieser Sprache gehört oder nicht, muss ich ihn so zerlegen können. Und wie machen wir denn das mit einem deterministischen endlichen Automaten? Da müssen wir uns konkret überlegen, wie der aussehen könnte, dass er an beliebigen Stellen diese Trennung machen könnte in vorher, nachher. Und das ist überhaupt nicht einfach, sich als Zustandsdiagramm auszudenken. Weil der Automat ja keinen Speicher hat. Ne? Wir können quasi nicht irgendwie uns überlegen, welche Teile wir schon weggesprengt haben und sie nachher wieder zurücksetzen oder so. Also, um diese Art von Sprache erkennen zu können, gibt es eine sehr leichte Abkürzung über Nichtdeterminismus. Und die steht hier auch schon so als Idee. Angenommen, wir haben ein Wort von Länge n, um zu prüfen, ob das Wort sich zerlegen lässt in erstens einen Teil a des Wortes von Länge m, welcher in a ist, und dann einen zweiten Teil von der Länge n minus m, der vielleicht in b liegt, dann muss der Automat im Prinzip, während er das Wort verarbeitet, an beliebigen Stellen testen können, ob er hier trennen kann, in A und B, in Suffix und Präfix. Und das lässt sich besonders elegant durch so einen Epsilon-Übergang darstellen. Nämlich so. Wir nehmen einfach die beiden Automaten von der Slide vorher und da ist ein Druckfehler. Das hier ist ein akzeptierender Zustand. Sie erinnern sich von vorher, das hier sollte doppelt eingekringelt sein. Kann ich das mal kurz auf die Schnelle korrigieren? Achso, stimmt. Ja, Sie haben recht. Okay, soll ich nicht korrigieren. Sie haben völlig recht. Ja, okay, also. Das ist wieder so ein Punkt, wo ich ein paar verwirre. Also, Moment. Alles nochmal zurück. Das hier sollte kein doppelt gekringelter Zustand sein. Es war vorher einer. Also auf der vorherigen Slide war es einer. Und jetzt habe ich gesagt, ich nehme einfach diese beiden Automaten, aber ich verändere was daran, nämlich erstens mache ich den hier nicht mehr akzeptierend. Warum? Weil, wenn ich den akzeptierend machen würde, dann könnte ich ja einen String einlesen, der aus einer geraden Anzahl Nuller besteht und dann da stehen bleiben und würde den akzeptieren. Aber wir wollen ja Worte haben, die aus der Konkatenation von diesen beiden Sprachen bestehen, die also insbesondere am Ende nochmal eine ungerade Anzahl Einser haben. Danke. Deswegen brauchen wir jetzt hier so einen Epsilon-Übergang, der sagt, zu jedem beliebigen Zeitpunkt, wo du eine gerade Anzahl Nuller gesehen hast, darfst du frei rüberspringen zu dem anderen. Danach gibt es aber keinen Weg mehr zurück. Also wenn du das einmal gemacht hast, bist du in dem anderen Teilautomaten und ab jetzt muss dann eine gerade Anzahl Einser kommen. Und diesen ganzen Automaten zusammen nennen wir dann MAB. Das als Beispiel, einen formaleren Beweis dazu kommt nachher, warum diese Epsilon-Übergänge wertvoll sind, weil sie uns erlauben, sehr kompakt so einen Automaten zu bauen. Anstatt, Sie können sich überlegen, ob es vielleicht in Ihrem Kopf eine Möglichkeit gibt, wie Sie das mit einem DFA bauen würden. Zunächst mal die Frage hinten. Hat das einen Grund, warum wir jetzt 3 statt 2 Zustände haben? Ich lasse es Ihnen mal in der Pause sich überlegen, ob das jetzt auch mit 2 Zuständen da unten ginge oder nicht. Aber es gab noch eine Frage hinten. Ja, das ist genau das Problem. Ne? Also ich habe die Hälfte vom... Das ist das, was ich korrigieren muss. Sie haben völlig recht. Es gibt keine... Moment. Per Definition darf es ja nur einen Startzustand geben. Okay, also dann fixen wir das. Und zwar
Sie können ja währenddessen sich mal überlegen, warum. Nehmen wir den raus. Hoffentlich funktioniert es so. Oh oh. Hoffentlich habe ich jetzt gerade nicht meinen Latex zerschossen. Okay, ich versuche es einmal und wenn es nicht geht, dann machen wir trotzdem weiter. Sonst fixe ich es in der Pause. Also, die Frage ist, irgendwas ist kaputt. Hat's weg? Okay, sehr gut. Also, die Frage war, warum steht der zweimal Start? Das darf da natürlich gar nicht stehen, weil in der Definition steht ja, dass es genau einen Startzustand gibt, Q0. Da gab es noch eine Frage. Gut, hat sich geklärt? Okay, maximale Verwirrung. Jetzt, nein, noch mehr? Ich glaube, der automatisch spielt aber trotzdem nicht, weil der würde die Eingabe 0010 angeben. Dann haben wir eine ungerade Anzahl 0. Ah, gute Frage. Sie sagen, dieser Automat würde ja die Eingabe 0010 annehmen. Und das klingt falsch, ist aber richtig. Denn Sie können 0010 zerlegen in die 00, gerade Anzahl Nuller, dann die 1, gerade Anzahl 1er, und was danach kommt, ist egal. Also, was danach an Nullern kommt, ist egal. Wenn wieder eine 1 kommt, dann wäre es wieder blöd. Und das ist aber genau die Natur dieses Nichtdeterminismus, dass wir an beliebigen Stellen schneiden dürfen. Und solange es eine Möglichkeit gibt, den String zu schneiden, so dass am Anfang eine gerade Anzahl Nuller steht und danach eine ungerade Anzahl Einser, ist alles in Ordnung. Das ist genau das, was gemeint ist mit, solange ein Pfad akzeptierend ist, ist das ganze Ding akzeptiert. So, es gab noch mehr Fragen, noch eine beantworte ich noch und dann mache ich weiter. Es geht darum, dass es die Möglichkeit gibt, den String zu zerlegen in ein Teilwort A und B, so dass das, was Sie gerade gesagt haben, stimmt. Nämlich, dass A eine gerade Anzahl Nuller hat und B eine ungerade Anzahl Einser. Aber es kann viele andere Möglichkeiten geben, den String zu zerlegen. Ich glaube, ich mache jetzt hier mal weiter. Wenn Sie noch weiter Fragen haben dazu, kommen Sie in der Pause nach vorne. Wir können es diskutieren und dann schauen wir mal, ob wir danach darauf eingehen können. Aber die Tatsache, dass Sie die Fragen stellen, zeigt schon, dass dieses Konzept so ein bisschen verrückt ist. Und deswegen mache ich jetzt mal was, was so ein bisschen didaktisch fragwürdig ist. Es gibt ja so diesen Stil, dass man den Vorlesungen nicht verrät, was man später machen möchte. Ich mache das jetzt mal, weil Sie wissen ja, dass es eine Grundvorlesung ist und die eh schon ein bisschen klar ist, was da alles kommt. Wir schauen jetzt mal ein bisschen hinter den Vorhang dessen, was da so noch 20, 15 Vorlesungen vor uns liegt und fragen uns, warum wir das eigentlich tun. Normalerweise sagt man einfach, hier ist der nicht-deterministische endliche Automat und dann nutzen wir den und wir gehen weiter. Und irgendwann in 4 Wochen plötzlich taucht dann wieder Nicht-Determinismus auf. Ich möchte Ihnen jetzt erklären, warum wir das machen. Dazu schauen wir einmal hinter den Vorhang. So. Das scheint ja erstmal seltsam. Warum redet man über diese Art von Computern, die offensichtlich nicht in Hardware zu realisieren sind? Also ich kann, wenn ich parallele Hardware habe, vielleicht endlich oft irgendwie Forks machen, ja, und mehrere Threads spawnen, aber irgendwann habe ich nicht mehr genug Speicher, um das zu machen. Ja. Also in der Realität, können wir keine nichtdeterministischen endlichen Automaten oder auch andere Automaten mit Nichtdeterminismus von dieser Art in ihrer vollen Allgemeinheit bauen. Das ist auch wirklich so und wird sich auch nicht ändern. Die Maschinen, die vor Ihnen stehen, sind keine nichtdeterministischen Automaten, ob endlich oder nicht endlich. Warum also beschäftigen wir uns überhaupt mit dieser Art von Rechnung? Es ist so ein bisschen zunächst mal so, wie warum haben wir uns eigentlich mit endlichen Automaten beschäftigt? Naja, weil endliche Automaten sind offensichtlich weniger stark als das, was da vor Ihnen steht, weil sie keine Speicher haben. Aber es hilft zu verstehen, was ihre Einschränkungen sind, um zu verstehen, warum wir eigentlich Speicher brauchen.
Auf eine ähnliche Art und Weise ist Nichtdeterminismus eine spannende Struktur, weil sie in gewisser Weise eine Obermenge dessen liefert, also eine Art obere Schranke dessen, was der Automat machen kann in seiner Laufzeit. Und die uns dabei hilft zu verstehen, was die obere Schranke dessen ist, was wir versuchen zu tun. Und jetzt kommt das Verrückte. Wir werden feststellen, gleich nach der Pause, dass zumindest für die endlichen Automaten, und eine ganz ähnliche Aussage folgt dann nochmal für die Turing-Maschinen später, dass für endliche Automaten die Menge der Sprachen, für welche es einen deterministischen endlichen Automaten gibt, welche sie erkennt, nämlich die regulären Sprachen, die gleiche Menge ist wie die Menge der Sprachen, für die es einen nicht-deterministischen endlichen Automaten gibt. Das heißt, dass dieses Rechenkonzept eben nicht mächtiger ist in diesem Sinne von Berechenbarkeit. Dass es uns also nichts Neues erlaubt. Ja, wir können nichts berechnen mit Nichtdeterminismus, was wir nicht auch schon mit Determinismus berechnen konnten. Zumindest wenn wir uns auf die endlichen Automaten beschränken. Und bei den Turing-Maschinen wird es dann genauso sein. Dazwischen kommt noch was, wo die Story viel komplizierter wird. Da reden wir dann in 2 Wochen drüber. Warum ist das spannend? Ja, es ist spannend, weil wir feststellen werden, dass die nicht-deterministischen Automaten zwar das Gleiche berechnen können, also nicht mehr berechnen können als die deterministischen endlichen Automaten, dass sie aber das, was sie berechnen können, mit exponentiell weniger Zuständen können. Wir haben ja gerade schon diesen Baum uns angeschaut, ne? Da haben wir schon gesehen, irgendwie taucht da so ein exponentieller Blow-up auf. Und deswegen wird es eine sehr spannende Frage sein, wenn man nachher 2 Arten von Computern hat, die das Gleiche berechnen können, aber der eine braucht exponentiell weniger, entweder Speicher oder Zeit, als der andere, dann ist es natürlich eine spannende Frage, inwiefern diese sehr viel elegantere Art von Computer, nämlich die nicht-deterministische, von der realistischeren, die vor Ihnen steht, simuliert werden kann. Also wie nah können wir mit Determinismus an das kommen, was wir mit Nicht-Determinismus könnten? Und diese Art von Verbindung, die liegt genau im Herzen dieser berühmten Frage, ob P gleich NP ist. Denn das N in NP steht nicht für nicht polynomiell, sondern es steht für nicht deterministisch polynomiell. Wenn Sie sich also fragen, warum wir uns jetzt diese seltsamen, komischen, endlichen Automaten angucken, die was machen, was ein Computer eigentlich gar nicht kann, nämlich unendlich viele verschiedene Pfade, also nicht unendlich viele, sondern eine exponentiell schnell wachsende Zahl an Pfaden zu simulieren, dann wissen Sie jetzt warum, weil wir ungefähr nach 3/4 des Semesters über P und NP reden werden und da wird das dann sehr konkret werden. Aber für die Berechenbarkeit werden wir jetzt feststellen, nach der Pause, dass die beiden Klassen an Automaten, nicht deterministisch und deterministisch, genau das Gleiche können. Und dazu machen wir jetzt mal 10 Minuten Pause. Okay, also sind wir wieder. Ups, und gleich haben wir wieder verloren. Passiert jedes Mal. Die eine Frage, die jetzt noch während der Pause noch einmal aufkam, die, glaube ich, jetzt für das Verständnis wichtig ist, die ich gerne mal mit Ihnen allen teilen möchte, weil ich glaube, dass das, was ist, was bei vielen noch unklar war, war aus diesem Bild heraus jetzt zum Beispiel, war die Frage, ja, wie wird denn jetzt entschieden, dass wir hier runterspringen? Es könnte ja passieren, dass wir das zum falschen Zeitpunkt machen, den Sprung darunter zu dem zweiten Teil des Automaten. Und das ist genau die Idee des Nichtdeterminismus, dass wir diese Entscheidung eben nicht treffen, sondern dass wir alle möglichen Pfade berücksichtigen. Also es gibt nicht den einen Weg, der hier oben anfängt und dann eine bestimmte Zeit da oben bleibt und dann da runter geht und dann da weitermacht, sondern es gibt alle die möglichen exponentiell vielen Pfade, die zu einem beliebigen Zeitpunkt, wo der Automat hier oben zufällig gerade hier drüben ist, den Sprung hier runter machen. Und die werden alle gemeinsam berücksichtigt. Ich habe auch nochmal das Bild mit diesem Baum da oben etwas adaptiert. Dieser Pfeil zeigt das direkt nach unten. Vielleicht ist das intuitiver. Dass Sie sagen, wenn hier zum Zeitpunkt, wo man in Q1 ist, eine 1 eingelesen wird, dann kann es passieren, dass noch bevor wir die 0 lesen, der Automat auf die Q3 weiterspringt. Direkt. So. Und jetzt habe ich schon quasi den Gag vorweggenommen. Wir werden jetzt nämlich feststellen, dass diese NFAs uns erstmal gar nichts bringen, scheinbar, weil sie nämlich genau die gleichen Sprachen erkennen wie die deterministischen endlichen Automaten. Mit genau den gleichen meine ich Folgendes, das werden wir jetzt so formalisieren. Wir nennen 2 Automaten, M1, M2, egal ob deterministisch oder nicht deterministisch,
äquivalent, und das Wort Äquivalenz wird noch oft auftauchen in der Vorlesung, wenn sie genau die gleiche Sprache erkennen. Das heißt, wenn für jedes Wort, das der Automat M1 akzeptiert, auch der Automat M2 sie akzeptiert und für jedes Wort, das der Automat M1 nicht akzeptiert, auch der Automat M2 es nicht akzeptiert. Und jetzt ist das unglaubliche Theorem, die große Überraschung, zu jedem NFA, also zu jedem nicht deterministischen endlichen Automaten N, gibt es einen äquivalenten deterministischen endlichen Automaten. Das bedeutet, wir gewinnen eigentlich nichts durch das Einführen der NFAs. Und umgekehrt könnten wir dann auch sagen, ja super, das heißt ja, wir dürfen ab sofort einfach immer bei NFAs nachdenken, denn die machen die Beweise viel einfacher. Wir können viel kompaktere Objekte bauen, weil wir sie ja nicht implementieren müssen. Wir haben da diese scheinbar unphysikalischen Maschinen, aber wir wissen ja, dass die nichts Neues berechnen können, was die endlichen Automaten nicht berechnen können, die deterministischen endlichen Automaten. Also können wir auch gleich mit den nicht deterministischen endlichen Automaten denken, denn denken können wir ja mit ihnen. Zustandsdiagramme malen können wir. Wir können sie bloß nicht als Hardware realisieren in unserer physikalischen Welt. Aber, nochmal zur Vorwarnung, ne, wir werden gleich sehen, dass dieser zugehörige deterministische endliche Automat zu einem nicht deterministischen endlichen Automaten, dass der sehr, sehr viel mehr Zustände, nämlich exponentiell mehr Zustände hat. Und ist irgendwas, worüber wir uns nochmal ein bisschen Gedanken machen müssen im letzten Drittel der Vorlesung, wenn wir über Komplexität sprechen. Okay. Kurze, jetzt mal Frage an Sie, bevor ich die Slide weitermache. Wie beweist man sowas? Auch hier wieder, ich frage Sie gleich, wenn ich so eine Frage stelle, können Sie es sich immer leicht machen und Sie können sich erst den mechanischen Teil des Beweises denken. Nämlich, was hat er jetzt gerade gefragt? Ich soll diesen Satz beweisen. Naja, was steht denn da? Naja, ich soll jetzt halt zeigen, gib mir einen beliebigen NFA. NFA sind immer diese 5-Tupel mit diesen, ne? Q und Sigma und Delta und Q0 und F. Und jetzt muss ich dazu ein DFA konstruieren. Also ich muss einen Q Prime, Sigma Prime, Delta Prime, Q0 Prime, F Prime erfinden, so dass die gleiche Sprache erkennen. Ja, das ist jetzt die Aufgabe quasi. Ist erstmal dieser Teil, ist das formale Aspekt allen klar, dieses Gerüst, in das wir jetzt reinbauen. Das können Sie mal kräftig nicken, wenn es eindeutig ist. Sehr gut. Und jetzt ist die schwere Teil der Frage ist, wie sieht denn dieser Automat jetzt aus? Und da haben Sie sich schon gemeldet. Nee. Ah, dahinter. Hier. Genau. Ich wiederhole es nochmal von vorne, damit Sie es alle gut hören können. Die Idee ist, dass wir ein DFA bauen, dessen Zustandsmenge genau aus der Potenzmenge, also aus allen möglichen Teilmengen der Zustände des NFA besteht, weil dann werden diese nicht-deterministischen Übergänge werden zu deterministischen Übergängen, die sagen, von einem gegebenen Zustand aus kann ich in diese Teilmenge an Zuständen springen. Oder vielleicht noch etwas intuitiver gesagt, hier steht es noch auf der Slide, dieser Berechnungsprozess des NFA, das ist ja das Aufbauen dieses Berechnungsbaumes, den ich vorher angemalt habe. Und dieser Baum, der hat ja für ein akzeptiertes Wort, hat er eine endliche Tiefe. Ja, weil das Wort ist ja endlich lang, das heißt nach endlich vielen Schritten ist der Baum zu Ende. Und dann können wir durch diese Schichten dieses Baumes durchgehen und sagen, die Übergangsfunktion ist genau die Funktion, die von einer Schicht des Baumes auf eine andere Schicht des Baumes abbildet. Und in jeder Schicht liegt ja immer eine Teilmenge von Zuständen. Also maximal genau 2 hoch Anzahl der Zustände des NFA.
Und jetzt, das ist also die Idee. Und jetzt muss man sich überlegen, wie man das jetzt sauber auf ein Blatt Papier bringt. Das ist auch genau das, was bei Ihnen dann passiert, wenn Sie die Übungsblätter machen. Ne? Es ist der eine Schritt zu verstehen, was man machen möchte. Und deswegen zeige ich Ihnen immer erst eine Beweisidee, weil der ist typischerweise der Teil, der, wo man wirklich im Kopf arbeiten muss, auf eine kreative Art und Weise. Und wenn Sie die gefunden haben, dann ist es danach so ein, wie übersetze ich das denn jetzt in eine Sprache, die mein Tutor oder meine Tutorin lesen kann? Ja, damit es irgendwie klar ist, dass ich es verstanden habe. Und nicht einfach nur mit den Händen wedle und irgendwie so, ich weiß schon, was ich meine. Ja? Und das zu tun, ist oft ein mechanischere Prozess. Wir überlegen uns, da gehen wir wieder jetzt zu dem zurück, was ich gerade gesagt habe, ne? Die Aufgabe war ja, zu diesem NFAN ein DFA-D zu finden, ja? Oder M, Maschine, M. Und so ein Ding ist halt, naja, ich muss ihn halt hinschreiben, das heißt, ich muss dieses Fünftupel hinschreiben. Ich muss Q, Sigma, Delta, Q0 und F hinschreiben. Und dann schaue ich mal an, fange ich einfach an, sie hinzuschreiben und schaue mal, welche davon einfach sind und welche vielleicht schwierig sind. Das machen wir jetzt. Also, das Theorem ist, zu jedem NFAN gibt es einen äquivalenten DFAM. Das hat man gerade eben schon. Jetzt kommt der Beweis. Sei der gegebene NFAN, der ist so ein Fünftupel und der hat diese Objekte hier. Und wir wissen, was die Datentypen, was die Objekttypen dieser fünf Elemente sind. Ne? Das ist eine Menge, eine endliche Menge, das ist eine endliche Menge, das ist eine Funktion, die aus Q, Kreuz, Sigma vereinigt mit dem leeren Wort abbildet auf die Potenzmenge von Q. Q0 ist ein Element aus Q und F ist eine Teilmenge von Q. Jetzt konstruieren wir diese neuen Automaten M und da wissen wir schon mal, das Erste, was wir uns sparen können, ist die Geschichte mit dem Alphabet. Das ist ja jedes Gleiche. Da brauchen wir gar nicht mehr weiter groß Zeit drauf verschwenden. Schreiben wir es gleich direkt rein. Und die anderen vier Objekte müssen wir definieren. Und auch da, dann müssen wir zeigen, dass dieser Automat genau die gleiche Sprache akzeptiert. Und jetzt machen wir es so, wenn wir da wieder drüber nachdenken, wird Ihnen vielleicht irgendwann klar, dass wir da zwei Fälle unterscheiden müssen. Nämlich die Epsilon-Übergänge, die sind so ein bisschen schmerzhaft. Und mit denen müssen wir uns dann auch auf der nächsten Slide beschäftigen. Aber jetzt nehmen wir erstmal an, wir hätten in unserem NFA nur echte Übergänge, in Anführungszeichen, nicht deterministisch, aber nicht auf Epsilon, nicht auf dem leeren Board. Dann können wir das sehr sauber hinschreiben. Wir sagen, die neue Zustandsmenge von M, von unserem deterministischen endlichen Automaten, ist genau die Potenzmenge, also die Menge aller Teilmengen der Zustände des nicht deterministischen Automaten. Und da das, also die Potenzmenge von einer endlichen Menge ist wieder eine endliche Menge, sie ist exponentiell größer, aber sie ist immer noch endlich. Und deswegen erfüllt sie unsere Definition von einem endlichen Automaten. Ja, der muss ja endlich viele Zustände haben. So, und jetzt kommt der schwierige Teil. Das ist die eine Zeile, wo es quasi knackt im Kopf, wenn wir überlegen müssen, was wir genau machen. Wir müssen jetzt diese Übergangsfunktion hinschreiben. Und diese Übergangsfunktion, die muss also von dem Typ sein, dass sie einen Zustand nimmt aus dem NFA, also aus heißt R und stammt aus, der stammt aus Q', also aus der Menge der Teilmengen der Zustände von N und einen Buchstaben einliest und dann abbildet auf ein Element aus Q'. Und dieses Element ist nämlich genau die Menge aller Zustände des nicht-deterministischen endlichen Automaten, in die er springen kann, wenn er im Zustand R ist und das den Buchstaben A einliest. Diese Menge ist eine Menge offensichtlich, ja? Die sieht so aus. Das heißt, sie ist eine Menge von Zuständen aus dem NFA. Das heißt, sie ist eine Teilmenge aus der Potenzmenge über den Zuständen von NFA und deswegen ist sie wohl definiert. Sie liegt also in Q'. Passt also auf die Definition, ist tatsächlich immer noch das, was wir brauchen für einen deterministischen endlichen Automaten. Was ist der Startzustand unseres neuen Automaten? Ja, es ist genau halt, also man möchte einfach hinschreiben, der Startzustand von dem NFA, aber da wir ja gesagt haben, diese Zustandsmenge hier stammt aus der Potenzmenge, sie muss also eine, sie hat als Einträge, also Mengen, schreibt man da diese Klammern außen rum, dann ist es sehr sauber definiert. Und was ist die Menge der akzeptierenden Zustände? Ja, es ist die Menge von Teilmengen der Zustände des NFAs.
welche mindestens einen akzeptierenden Zustand enthalten. Und die sieht so aus. Das, auch das, können Sie sich überzeugen, ist tatsächlich eine Teilmenge von Q', und damit ist sie wohl definiert. So, und jetzt mache ich es mir einfach und sage, naja, offensichtlich erfüllt dieser DFA das, was wir brauchen. Wenn Sie es sehr sauber machen möchten und zum Beispiel Ihre Tutorin, Ihren Tutor überzeugen wollen, dann müssten Sie jetzt eine Induktion führen über Worte, ja, von Länge n. Und Sie sagen, angenommen, der Automat n akzeptiert das Wort von Länge n gleich 0, dann zeige ich, dass der Automat m sie auch akzeptiert oder nicht akzeptiert, je nachdem. Und wenn das schon für ein Wort von der Länge n minus 1 gilt, dann zeige ich, dass es auch noch für Länge n gilt, indem ich zum Beispiel diese erweiterte Übergangsfunktion definiere. Jetzt habe ich gesagt, was ist mit dem leeren Wort? Und da macht man es sich jetzt erstaunlich einfach. Man sagt nämlich einfach, naja, wir müssen halt irgendwie erklären, was wir meinen mit dem leeren Wort. Das leere Wort ist diese Epsilon-Übergänge, die erlauben halt, dass man zu einem Zustand springt, ohne dass man was liest. Und dafür erfinden wir einfach eine Notation. Wir sagen, für den zweiten Fall, in dem Epsilon-Übergänge vorkommen, definieren wir eine Notation E von R. Das ist die Menge aller Zustände im NFA, welche man erreichen kann aus dem Zustand R, entlang entweder gar keinem Epsilon-Übergang oder mehreren Epsilon-Übergänge. Das heißt, entweder sie werden erreicht, indem man tatsächlich einen Buchstaben liest, oder sie werden erreicht, indem man entlang irgendwelcher Epsilon-Übergänge springt. Einfach oder mehrfach. Und danach können wir im Prinzip die Zeile von der vorherigen Slide kopieren und einfach so ein E von außen rum malen. Und das ist dann die kompakte Darstellung, dass man halt Epsilon-Übergänge erlaubt. Und damit haben wir den DFA gebaut. Um es einmal klar zu machen, machen wir es jetzt an einem Beispiel. Hier links, und übrigens, es lohnt sich, dieses Beispiel anzuschauen, diese Art von Frage kommt immer früher oder später auf einem Übungsblatt oder in der Klausur. Hier ist ein nicht deterministischer endlicher Automat, ein NFA. Sie erkennen, dass er nicht deterministisch ist daran, dass es insbesondere hier zwei Pfeile gibt, die mit A belabelt sind, aus dem gleichen Zustand raus, und hier ein Epsilon-Übergang. Und jetzt könnte die Aufgabe sein, bauen Sie den zugehörigen DFA, der die gleiche Sprache erkennt wie dieser Automat. Und dann folgen wir jetzt genau diesem Beweis. Also wir machen einfach diesen Prozess, der da ja relativ konkret in dem Beweis drinsteht. Nämlich, wir sagen, wir nehmen die Potenzmenge der Zustandsmenge dieses NFA. Der hier hat 3 Zustände, also hat die Potenzmenge 2 hoch 3 gleich 8 Zustände. Hier drüben sind sie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und sie besteht aus allen möglichen Teilmengen, nämlich der leeren Menge, den Elementen, Teilmengen, die jeweils nur ein Element enthalten, den Teilmengen, die jeweils 2 Elemente enthalten und der gesamten Menge, 1, 2, 3. Dann gehen wir durch und sagen, was ist der Startzustand? Ja, der Startzustand ist, da müssen wir aufpassen, der Zustand 1, aber auch der durch ein Epsilon aus 1 erreicht werden kann. Das ist diese Notation E von Start quasi. Ja, ich kann ohne einen Buchstaben zu lesen, sowohl in den Zustand 1 als auch in den Zustand 3 kommen. Deswegen ist das hier unten der Startzustand. Und jetzt muss ich noch überlegen, welche von diesen Zuständen akzeptierend sind. Na, es sind alle die Zustände, die eine Teilmenge sind, welche mindestens einen akzeptierenden Zustand enthält. Dieser Automat hier drüben hat den akzeptierenden Zustand 1. Das heißt, alle Teilmengen, wo eine 1 vorkommt, sind akzeptierend, sind 4 Stück. Okay, und jetzt brauchen wir nur noch die Übergänge. Und das Entscheidende ist jetzt halt, dass diese Übergänge deterministisch sein müssen. Das heißt, es darf hier keinen Pfeil geben, der irgendwie das, also aus einem Zustand raus mit dem gleichen Buchstaben in 2 verschiedene Richtungen zeigt. Und dazu gehen wir den hier der Reihe nach durch und schauen, was alles für erlaubte oder nicht erlaubte Übergänge möglich sind. Und vielleicht sehen Sie hier den Übergang zur leeren Menge, das sind immer diese undefinierten Übergänge. Also wenn ich in 1 bin,
Und ein A lese, da gibt es hier drin keinen Pfeil, also ist das undefined und es ist genau die leere Menge. Und aus der leeren Menge raus gibt es keinen Pfad mehr zurück, da bleibt man immer drin stecken, das ist genau das undefined Objekt. Und damit haben wir ihn. Und damit sind wir übrigens fertig. Wir haben jetzt gezeigt, dass es für jeden NFA einen DFA gibt, aber natürlich folgt daraus auch, dass es für jeden DFA einen NFA gibt, denn vielleicht haben Sie sich schon überzeugt, dass die Definition eines nicht-deterministischen endlichen Automaten als Spezialfall den deterministischen endlichen Automaten enthält. Denn ich kann ja einfach immer die Übergangsfunktion so wählen, dass es erstens überhaupt keine Epsilon-Übergänge gibt und zweitens halt immer nur in genau einen Zustand übergegangen werden kann und nicht in mehrere. Und damit habe ich dann wieder den DFA. Das heißt, wir wissen jetzt, dass es zu jedem NFA einen DFA gibt, der äquivalent gibt, und zu jedem DFA einen äquivalenten NFA, auf triviale Art und Weise. Und damit sind diese beiden Räume an Sprachen äquivalent. Also eine Sprache ist regulär genau dann, wenn es auch einen NFA gibt, welcher sie akzeptiert. Und es hat jetzt insbesondere den Vorteil, dass wir ab hier in Beweisen immer NFAs benutzen können, weil wir ja wissen, dass wir damit nicht aus Versehen mehr erlauben als mit den DFAs. Und das macht viele Beweise sehr viel kompakter. Zum Beispiel habe ich in der letzten Vorlesung Donnerstag gezeigt, dass die Menge der regulären Sprachen abgeschlossen ist unter Vereinigung. Ja, wir haben gesagt, wenn wir zwei Sprachen haben, L1 und L2, welche von jeweils einem DFA akzeptiert werden, nennen wir ihn M1 und M2, dann können wir einen DFA bauen, welcher, ich habe es auf der nächsten Slide, hier, wenn wir zwei Sprachen haben, L1 und L2, dann können wir einen DFA bauen, einen deterministischen endlichen Automaten, welcher die Vereinigung L1 oder L2, also L1 vereinigt mit L2, akzeptiert. Und Sie erinnern sich, dass wir diesen Automaten, der die akzeptiert, dass wir den Produktautomaten genannt haben. Und dass der Beweis dafür daraus bestand, dass wir einen expliziten deterministischen endlichen Automaten gebaut haben, dessen Zustandsmenge aus allen möglichen Paaren von Zuständen aus M1 und M2 bestand. Deswegen Produkt, kartesisches Produkt, ja, direktes Produkt von den Zuständen. Und da habe ich Ihnen gesagt, am Donnerstag, ich habe gefragt, angenommen, wir hätten nicht zwei Sprachen, sondern wir hätten K Sprachen. Wie viele Zustände hätte dann dieser Produktautomat, wenn jeder der Automaten, sagen wir mal, N Zustände hat? Letzten Donnerstag kam die Antwort sogar schon, das heißt, wir waren schon mal da. Wie viele mögliche K-Tupel kann ich bauen, wenn an jeder Stelle im Tupel n verschiedene Werte stehen können? Ja, n hoch k. Also, wenn ich K Sprachen miteinander vereinigen möchte, dann wächst die Zahl der Zustände in diesem Produktautomaten exponentiell mit der Zahl der Sprachen, die ich vereinigen möchte. Für 2 ist es eben gerade Q1 mal Q2. Ja, wenn die beide gleich groß sind, ist es, wenn die beide n Zustände haben, dann ist gerade n Quadrat. Wir können aber den gleichen Beweis auch über einen NFA führen und dann wird das sehr viel kompakter. Können Sie sich vorstellen, wie der nicht-deterministische endliche Automat aussieht, der die Vereinigung von diesen beiden Sprachen erkennt? Der also erkennt, wenn entweder der eine oder der andere akzeptiert. Ja. Genau, das war genau die Antwort. Wir führen einen neuen Startzustand ein und machen dann Epsilon-Übergänge zu denen darunter und sagen, wir fangen einfach hier an und dann darf der Automat selber entscheiden, ob er den einen oder den anderen Weg nimmt. Oder er nimmt eben beide gleichzeitig. Genau, genau.
Ist Ihnen klar, dass das funktioniert? Nicken Sie mal kräftig, wenn es Ihnen klar ist. Das ist noch nicht die Hälfte. Also, was passiert hier? Die andere Hälfte hat wahrscheinlich einfach schon abgeschaltet, ne? Okay, also, wir fangen hier an und der Automat springt jetzt gleichzeitig in diesen Teil und in diesen Teil. Danach fängt er an, das Wort zu verarbeiten. Erst danach. Das heißt, wenn das Wort akzeptiert wird, dann wird es entweder hier drüben akzeptiert oder da. Und dann reicht ja einer der beiden Pfade. Also ist das Wort akzeptiert. Und wenn es weder in dem einen noch in dem anderen liegt, dann wird keiner der beiden Automaten in dem akzeptierten Zustand enden und dann wird das Wort nicht akzeptiert. Nochmal nicken, wenn Sie es verstanden haben. Jetzt sind es mehr. Danke. Sehr gut. Und was Sie vielleicht jetzt offensichtlich auch sehen, ist, dass dieser Automat eben nicht Q1, Menge von Q1 Zuständen mal Größe von Q2 Zustände hat, sondern genau Größe von Q1 plus Größe von Q2, plus 1 für diesen neuen Startzustand. Angenommen, ich wollte jetzt K-Sprachen miteinander vereinigen. Wie viele Zustände hat dann mein nicht deterministischer endlicher Automat, der so aussieht? Ja? Genau. Der wächst genau mit der Summe der Anzahl der Zustände, nicht dem Produkt. Das heißt, angenommen, all diese Automaten haben gleich viele Zustände, die haben alle n Zustände, dann habe ich im Fall des Produktautomaten von letztem Donnerstag, der deterministisch ist, habe ich n hoch k Zustände und in diesem nicht deterministischen Fall habe ich genau k mal n plus 1 Zustände. Also exponentiell weniger. Ja? Ah, also die Frage ist, können wir nicht den Startzustand von einem der Automaten nehmen und dann einen Epsilon-Übergang hier rüber machen? Genau so eine Frage mache ich gleich noch zwei Beweise später. Deswegen würde ich sagen, hier lasse ich es Ihnen als Übungsaufgabe und in zwei Slides ab hier reden wir nochmal drüber, warum das manchmal schief gehen kann und manchmal nicht. Man kann nämlich mit dieser Nicht-Determinismus-Konstruktion nicht nur diesen Beweis, den Sie schon kannten, ich habe ja quasi einfach nochmal was gezeigt, was Sie ja schon wussten, auf letzten Donnerstag, sehr viel einfacher machen, sondern man kann auch nochmal neue Sachen zeigen, die wir bislang noch gar nicht gefunden haben. Wir können andere Eigenschaften von regulären Sprachen zeigen. Insbesondere können wir was zeigen, was ich eigentlich vorher schon gemacht habe, als Beispiel, aber eben nicht als sauberen Beweis. Wir können nämlich zeigen, dass die Konkatenation von zwei regulären Sprachen auch wieder regulär ist. Also, wenn ich zwei Sprachen habe, L1, L2, für die es jeweils einen DFA oder äquivalent einen NFA gibt, welcher sie akzeptiert, dann ist auch L1 vor L2, das heißt die Menge aller Strings, welche aus dem Aneinanderreihen von einem String aus L1 und einem String aus L2 besteht, eine reguläre Sprache. Wir haben im Prinzip das vorher schon gemacht, aber halt für ein konkretes Beispiel und nicht, so nehme ich nämlich für dieses gerade Anzahl Nuller, ungerade Anzahl Einser. Jetzt können wir es einmal abstrakt machen für beliebige Sprachen. Angenommen, ich habe zwei NFAs oder DFAs, N1, N2, wobei der eine L1 akzeptiert und der andere L2 akzeptiert. Wie baue ich jetzt einen neuen NFA, der die Konkatenation akzeptiert? Ja? Genau. Wir gehen von den akzeptierenden Zuständen hier oben als N1, machen wir Y-Übergänge auf den Startzustand von N2. Das ist die abstrakte Version dessen, was wir vor der Pause als konkretes Beispiel gemacht haben. Geht also sehr einfach. Wir können das Ganze auch etwas formaler machen. Also den Beweis vorher habe ich jetzt nicht formal gemacht, weil den haben wir ja schon einmal formal am Donnerstag gemacht. Hier können wir es jetzt einmal etwas sauberer machen. Angenommen, Ihnen würde diese Frage gestellt als Übungsaufgabe. Dann können Sie im Prinzip dieses Bild übersetzen in eine saubere Definition, nämlich folgendermaßen. Also, das ist die Aussage, das gleiche wie gerade eben auf der vorherigen Slide. Jetzt angenommen, Ihnen wird die Frage gestellt, zeigen Sie, dass das gilt. Dann ist immer wieder, erst kommt der
Ne, der mechanische Teil des Beweises. Ah, was ist die Frage? Ah, die Frage ist, ich soll zeigen, dass wenn L1 L2 in REC, dann ist L1 vor L2 auch in REC. Das heißt also, ich weiß, dass es zwei endliche Automaten gibt, N oder D, FAs, für L1 und L2 jeweils. Das sind fünf Tupel. Und irgendwie soll ich jetzt was mit denen machen, um daraus ein neues Fünftupel zu bauen, das auch wieder ein DFA definiert, welcher genau L1 vor L2 akzeptiert. Und dazu muss ich den also hinschreiben. Ja? Und jetzt ist die Frage, können wir mal der Reihe nach durchgehen, für diejenigen, die nicht vorher rausspiegeln in den Slides. Was ist der Zustandsraum Q von diesem Verknüpfungsautomaten? Auch mal von woanders. Ja. Genau, es ist die Vereinigung von Q1 und Q2, wobei wir da ein bisschen aufpassen müssen. Genau genommen ist es die direkte Vereinigung. Also wenn Sie hier kurz mal auf dem Bild zurückgehen, es könnte ja sein, dass aus irgendeinem blöden Grund ich das hier den Zustand Q3 genannt habe und der hier auch Q3 heißt, dann sind es natürlich nicht die gleichen Zustände, sondern dann gebe ich dem zweiten Q3 halt hier einen neuen Namen. Ja, also das ist die erste Idee. Wir machen die direkte Vereinigung von Q1 und Q2. Okay, damit haben wir Q. Als nächstes auf der Liste bräuchten wir Sigma. Müssen wir irgendwas ändern bei Sigma? Habe ich gar nicht auf der Slide, aber ganz hinten, ja, in Grau, also dritte Reihe von hinten, ja. Ja, müssen wir nicht. Wobei, ehrlich gesagt, ich glaube, es geht hier, weil per Definition haben wir sogar gesagt, das sind die gleichen Sigmas. Man könnte jetzt auch annehmen, es sind halt verschiedene Sigmas. Dann muss man halt das Alphabet erweitern und undefinierte Zustände einführen. Okay, also haben wir Sigma. Jetzt brauchen wir, vielleicht machen wir erstmal den Startzustand. Q, was ist der neue Startzustand dieses konkatenierten Automaten? Ja, hier vorne. Genau, es ist der Startzustand vom ersten Automaten. Was sind die akzeptierenden Zustände? Das ist der einfache Teil. Da müssen es mehr Leute. Ja, hier, da. Ja. Genau, sind die akzeptierenden Zustände vom letzten. Ja, wir fangen an mit einem Wort aus dem ersten und wir hören auf mit einem Wort aus dem zweiten. Und jetzt kommt der schwierige Teil. Was ist die Übergangsfunktion? Die müssen wir uns einmal sauber hinschreiben. Und da frage ich gar nicht, ob es jemand machen möchte, weil das ist tatsächlich was, wo es sich einfach lohnt, das auf ein Blatt Papier zu schreiben. Wir müssen halt genau aufpassen. Die Übergangsfunktion für diesen Automaten, wo ist mein Zeiger? Okay, er ist gestorben. Ah, da ist er. Hä? Schön, ist weg. Auf dem Bildschirm geht er und auf dem geht er nicht. Naja, okay, ist, wenn wir noch in einem Zustand des ersten Automaten sind, der aber noch nicht akzeptierend ist, dann machen wir einfach das, was wir im ersten Automaten machen würden. Wenn wir ankommen in einem akzeptierenden Zustand oder gerade vorbeikommen an einem akzeptierenden Zustand im ersten Automaten und nicht das leere Wort den leeren Buchstaben verarbeiten, oder das leere Wort, ja, also die keinen Epsilon-Übergang machen, dann machen wir weiter im ersten Automaten, weil es kann ja sein, dass wir wieder zurückspringen in den vorherigen Zustand. Wenn wir einen Epsilon-Übergang machen, dann machen wir entweder das, was der erste Automat mit dem Epsilon machen würde, oder wir springen in den zweiten Automaten. Das ist genau dieses extra Epsilon-Pfeil in dem Bildchen davor. Und wenn wir im zweiten Automaten sind, dann fügen wir nichts Neues hinzu, dann machen wir genau das, was der zweite Automat machen möchte. Und dann gilt wieder das, wo wir ein bisschen mit den Händen wedeln und sagen, ja, offensichtlich macht dieser Automat genau das, was wir zeigen sollen. Frage? Ja, also ich glaube, um quasi abzukürzen, ich glaube, was Sie sagen ist, sollten eigentlich nicht um diese, ja, wenn der Mauszeiger gehen würde, sollten nicht um diese Dinger hier außenrum eigentlich geschweifte Klammern sein, weil das ja quasi Mengen sind. Und die Antwort ist, ja,
Genau genommen müssten wir hier eine Menge reinschreiben, weil wenn es ein NFA ist, dann ist die Abbildung ja auf eine Menge von Zuständen. Aber ich habe da sogar auch schon selber drüber nachgedacht, überlegt, ob ich es mache, und dann habe ich es rausgelassen, weil unter anderem der SIPS das auch nicht macht. Und ich glaube, es ist vielleicht sogar trotzdem klar, unter anderem auch, weil das Delta ja, weil es ja ein NFA ist, selber auf Mengen abbildet. Das heißt, wir können einfach sagen, das, was da rauskommt, ist eine Menge. Okay, jetzt haben wir noch eine letzte Eigenschaft, die wir auch noch bisher nicht bewiesen haben, wo wir nochmal kurz über die Epsilon-Übergänge ein bisschen mehr nachdenken können. Nämlich, es gibt noch eine letzte Abschlusseigenschaft der regulären Sprachen. Die sind wirklich unter quasi allem abgeschlossen. Nämlich insbesondere sind sie auch abgeschlossen unter der Hüllenbildung auf Sprachen. Also, wenn L eine reguläre Sprache ist, dann ist ihre klinische Hülle auch eine reguläre Sprache. Nochmal kurz zum Erinnern, was das ist. Das ist die Menge aller Wörter, die Sie bilden können, indem Sie Wörter aus L aneinanderreihen, also miteinander konkatenieren, und zwar beliebig oft. Insbesondere auch nullmal oft. Also das leere Wort ist auch in der klinischen Hülle, aber eben auch beliebig oft hintereinander. Endlich oft, aber beliebig oft, endlich oft nacheinander. Auch hier ist es sehr viel einfacher, den Beweis zu führen, wenn wir uns erlauben, nicht deterministische endliche Automaten zu benutzen. Angenommen, Sie haben ein, okay, ich zeige Ihnen das Bild und dann reden wir drüber. Angenommen, Sie haben einen endlichen Automaten M1, hier links, welcher die Sprache L erkennt. Dann bauen wir uns daraus einen neuen Automaten N, nicht deterministisch, folgendermaßen, wir fügen einen neuen Startzustand hinzu, ein bisschen so wie bei dem Beweis für die Vereinigung, und dann machen wir einen Epsilon-Übergang nach Q1. So, und ich behaupte jetzt, dass dieser Automat die klinische Hülle erkennt. Ah, was ich noch nicht gesagt habe, ist, wir machen außerdem noch Epsilon-Übergänge von allen akzeptierenden Zuständen zurück zu Q1. Also immer, wenn der Automat ein Wort gelesen hat, das er akzeptieren würde, das also aus der Sprache L stammt, dann gibt es einen Epsilon-Übergang zurück zu Q1, damit er ein neues Wort erkennen kann, was danach kommt. Und jetzt ist die Frage, vielleicht hier mal konkret, warum haben wir eigentlich nicht den Startzustand direkt auf Q1 gesetzt hier? Ah, da gibt es viele Antworten, sehr gut. Einmal ganz außen. Weil sonst das leere Wort akzeptiert wird. Ist das ein Problem, wenn das leere Wort akzeptiert wird? Genau, das leere Wort muss ja akzeptiert werden, weil es ja in der klinischen Hülle ist. Ja, das muss mit rein. Aber Sie sind nah auf der Spur. Ja, also wir müssen dafür sorgen, dass das leere Wort akzeptiert wird. Und deswegen muss der Startzustand dieses neuen Automaten ein akzeptierender Zustand sein. Und damit kommen wir genau auf das Problem. Wenn ich das so hätte machen wollen, dann wäre ich gezwungen gewesen, diesen Q1 zu einem akzeptierenden Zustand zu machen, wenn ich den Epsilon-Übergang hätte sparen wollen. Und warum wäre das ein Problem? Ja. Genau, weil dann könnte es ja passieren, dass neue Worte akzeptiert werden, die gar nicht drin sind. Ja, weil es gibt ja hier drin diesen Prozess, ich weiß ja nicht, was hier für Pfeile drin sind. Es könnte ja sein, dass aus diesem Q1 irgendwo hier rein irgendwo ein Pfad besteht, der wieder zu Q1 zurückkommt ein paar Mal, ohne dass dieses Wort akzeptiert werden sollte. Ja, weil er ja im Original nicht notwendigerweise ein akzeptierender Zustand ist. Deswegen mache ich diese Extra-Konstruktion mit dem neuen Startzustand. Auch hier wieder machen wir es noch einmal formal, ist die letzte Slide, danach fasse ich zusammen. Den Beweis einmal sauber, hier oben steht es, das wir zeigen wollen, ja, Abschluss unter klinischer Hülle. Wir nehmen also an, wir haben einen Automaten, nennen wir ihn N1, welcher die Sprache erkennt, und wir konstruieren jetzt einen neuen, nicht deterministischen endlichen Automaten, welcher die klinische Hülle akzeptiert von L. Dann machen wir genau das, was auf dem Bild steht. Wir machen nämlich einen neuen Startzustand. Wir nehmen also die Menge der Zustände von M1 und fügen einen neuen Zustand hinzu, den wir Q0 nennen. Und das ist ein neuer Zustand. Also Sie bemerken, hier oben habe ich das extra so gewählt, dass der Startzustand nicht Q0 heißt.
Wir nennen dieses neue Q0 den neuen Startzustand. Damit ist er definiert. Und wir setzen als die Menge der akzeptierenden Zustände insbesondere diesen neuen Startzustand, den bauen wir da rein, damit das leere Wort akzeptiert wird, weil das ja in der klinischen Hülle liegt, und vereinigen ihn mit all den akzeptierenden Zuständen von Q1. Und jetzt müssen wir noch dieses Business machen mit dem extra Epsilon-Übergang von allen akzeptierenden Zuständen von M1 zurück zum Startzustand. Und das machen wir, indem wir die Übergangsfunktion etwas adaptieren. Wir sagen nämlich, in dem quasi normalen Fall, also dass wir in den Zuständen von N1 sind und nicht in einem akzeptierenden Zustand sind, machen wir einfach genau das, was der Automat sonst gemacht hätte. Ja, wenn wir in den Zuständen von N1 ohne seine akzeptierenden Zustände sind. Wenn wir in einem der akzeptierenden Zuständen von N1 sind und kein leeres Wort lesen, dann keinen Epsilon-Übergang machen, dann machen wir einfach genau das, was der Automat sonst machen würde. Wenn wir einen Epsilon-Übergang machen, dann machen wir das, was der Automat sonst gemacht hätte, weil er ja ein NFA sein könnte. Und zusätzlich machen wir noch den Übergang zurück zu Q1. Wenn wir in Q0 sind, fügen wir diesen einen neuen Epsilon-Übergang hinzu zu Q1. Und alles andere ist verboten. Ja? Also aus Q0 heraus gibt es keine Übergänge, die nicht Epsilon-Übergänge sind. Und damit sind wir fertig und können wieder, wenn man möchte, oder eigentlich sind wir nicht fertig, wenn man es genau machen wollte, müssen wir jetzt eine Induktion über die Länge des Wortes machen, die da eingegeben wird. Und dann wird man eben sehen, dass immer wenn die Worte Konkatenationen von Worten aus der Sprache sind, dann werden sie akzeptiert und wenn nicht, dann werden sie nicht akzeptiert. Damit sind wir an dem Punkt, wo ich Ihnen die Zusammenfassungsslide zeigen kann. Wir haben aber noch 5 Minuten. Dank der Pause, der kurzen. Auch hier wieder die Bitte. Letztes Mal haben 66 von Ihnen Feedback gegeben. Vielleicht schaffen wir es ja dieses Mal wieder. Versuchen Sie mir Feedback zu geben, was heute schwer war oder was Sie nicht verstanden haben oder was Sie gerne anders hätten. Die wichtigste Verständnis erstmal ist, dass Nicht-Determinismus, das Konzept, über das wir heute gesprochen haben, nicht mit Zufall zu verwechseln ist. Es kamen während der Pause ein paar Leute und haben gefragt, nach Quantencomputern, ob die da irgendwie was mit zu tun haben. Leider nein. Quantencomputer sind, über die werden wir auch sprechen, in der zweiten Hälfte der Vorlesung. Das, was wir heute besprochen haben, ist etwas Mächtigeres, als Quantencomputer tun. Nämlich Computer, die in jedem Rechenschritt eine endliche Anzahl von möglichen Optionen gleichzeitig durchführen. Und was Sie sich vorstellen können, ist sowas wie ein unendlich paralleler Rechner. Stellen Sie sich eine CPU vor, die eine unendliche Anzahl an Threads gleichzeitig behandeln kann. Gleichzeitig, nicht nacheinander, sondern concurrently miteinander gleichzeitig berechnen kann. Und jedes Mal, wenn sie in einem Zustand ist, aus dem für einen bestimmten Buchstaben mehrere Pfeile rausgehen, spawnt sie mehrere von diesen Threads. Und die laufen dann alle gleichzeitig weiter. Zunächst mal ist das scheinbar etwas Gefährliches, weil wir solche Maschinen ja gar nicht bauen können in echt. Die existieren einfach physikalisch nicht. Aber wir haben jetzt überraschenderweise festgestellt, dass zumindest für diese endlichen Automaten, die wir bislang betrachtet haben, es gilt, dass diese Art von Konstruktion diese Maschinen nicht mächtiger macht. Das heißt, dass die Menge der regulären Sprachen nicht nur die Menge, genau die Menge ist, für die von endlichen Automaten erkannt wird, von deterministischen endlichen Automaten, sondern eben auch von nicht-deterministischen endlichen Automaten. Es gibt keine weitere Sprache, für die es nur einen NFA gibt, aber keinen DFA. Und selbstverständlich gibt es auch zu jedem DFA einen NFA, denn jeder DFA ist per Definition selber schon ein NFA. Und das ist hilfreich zunächst mal für uns als ersten Schritt, weil es uns erlaubt, bestimmte Beweise sehr viel kompakter zu führen. Jetzt, wo wir das verstanden haben, dass die beiden äquivalent sind miteinander, können wir einfach nur noch über NFAs nachdenken, ohne die Gefahr zu laufen, irgendwas hinzuzudichten, obwohl sie ja physikalisch gar nicht möglich sind. Und das haben wir genutzt, um zum Beispiel zu zeigen, dass die Menge der regulären Sprachen auch abgeschlossen ist unter Verkettung und unter Hüllenbildung. Also quasi unendlicher Verkettung, wenn Sie so wollen. Oder unbeschränkter Verkettung. Und wir werden als Vorwarnung, das ist als Ausblick auf die zweite Hälfte der Vorlesung, wenn wir über Komplexitätstheorie reden, nochmal wieder darauf zurückblicken müssen,
auf das, was wir heute so ein bisschen beiseite geschoben haben. Nämlich, dass in dieser Konstruktion der äquivalenten deterministischen endlichen Automaten wir den Zustandsraum exponentiell größer machen mussten. Wenn wir dann darüber nachdenken, wie teuer eine Rechnung ist und nicht mehr nur, ob sie überhaupt möglich ist, dann müssen wir dahin natürlich wieder drauf zurückkommen. Und dann werden wir feststellen, dass da eine sehr spannende Frage drin versteckt ist. Inwiefern, ob oder ob es nicht möglich ist, nicht deterministische Automaten durch deterministische Automaten zu simulieren, ohne dass man diesen exponentiellen Blow-up in den Rechenkosten bekommt. Und das wird sehr komplex sein im doppelten Sinne. Okay, damit ist die Zeit um. Herzlichen Dank. Falls Sie noch Fragen haben, kommen Sie gerne runter.